Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Erdner bricht aus. Wir müssen immer noch mit allem interagieren. Mit allem! Meine Maus. Achso, da. Ansehen, Mixer. Nette Farbe. Ja, von ihr. Hallo Mixer. Okay. Ich will den nicht. Der ist kaputt. Egal. Der ist kaputt. Egal. Oh ja, darf ich? Nein, erinnere dich daran, was das letzte Mal passiert ist? What? Kein Ohrhase. Als ob die eine Anspielung darauf machen, was? Nein, das würde den Mixer nur noch mehr kaputt machen. Ja, das ist ja egal, das ist ja eh schon kaputt. Nein, zu wertvoll für den Mixer. Er ist doch kaputt, ich dachte... So sind die Texte für die neuen Star Wars Filme entstanden. Okay. Hä? Hey, wo ist mein Zehennagel? In diesem Bild verwechselt Captain Unbrauchbar links und rechts. Das meinte Poki also, okay. Da ist ein auffälliges Symbol drauf. O Geist der Flasche, gewähre mir einen Wunsch. Was willst du, Meister? Ich will, dass Dr. Marcel Hämorrhoiden bekommt. Dein Wunsch ist gewährt. Okay. Schmeckt nach Ananas. Als ob du das getrunken hast. Was ist denn mit dir? Schmeckt nach Ananas. Mensch, Edna. Willst du davon etwas probieren, Harvey? Oh ja, dann mutiere ich bestimmt zu einem Superwesen. Für mich bist du bereits ein Superwesen, Harvey. Oh, das ist niedlich. Ich tunke ihn nur kurz rein. Sieh mal, Harvey, jetzt habe ich eine radioaktiv mutierte Superwaffe. Zeig. Nein, irgendwie nicht. Das ist schon markiert. Egal. Oh, meine Nase. Radioaktive Verseuchung. Die. Hey, hier ist ein Foto von Hulgur. Oh. Alles klar. Captain Unbrauchbar erlangte seine Superkräfte, als er beim Autoradio den falschen Sender aktivierte. Ui. Yeah! Radioaktive Superfußnägel! Okay. Ein Haufen weißer Kittel. Okay, ich rede erstmal kurz nicht, weil ich währenddessen was trinke, während ich hier mit allem interagiere. So weich. Mit Schmusi weich Ultra gewaschen? Nein. Mit 1000 Tesla Gamma bestrahlt. Ach ja. Atomfrisch. Ah. Lecker. Die unterscheiden sich nicht von meinem Kittel. Ja, aber vielleicht sind die sauberer. Weil du hast da, glaube ich, so einen kleinen gelben... Egal. Die unterscheiden sich nicht von meinem Kittel. Sieh mal, Harvey. Wäsche. Sind das lustige Faschingskostüme? Nein, es sind diese unpersönlichen Krankenhausnachthemden. Dann lass uns weitersuchen. Okay. Was ist eigentlich aus der guten alten Tradition des Teppichausklopfens geworden? Ein weiteres Opfer des Millennium Bugs. Du bist der Millennium Bug. Millennium Bugs Bunny. Der war gut. Edna, alles klar. Das sind keine Hinweise darauf, dass Edna hier war, nein. Wäsche. Die. Sammelbegriff für Bekleidungstextilien. Ja, aber ein Bettlaken ist doch nicht unbedingt... auch, aber nicht... Ne. In diesem Bild kommt Captain Unbrauchbar ohne Hose zum Tatort. Da liegt er gut. Ja, auch 9. Wie viele 10 haben wir eigentlich? Was ist da oben? Ist das gleiche? Ein Haufen weißer Kittel. Ja, das ist wahrscheinlich... Aber ich kann da oben bestimmt auch noch, oder? Nein, kann ich nicht. Okay. Dann als letztes reden wir mit dem Hören, würde ich sagen. Dann jetzt erstmal die Reagenzgläser, danach Alf und danach Hirn. Ist das ein Irrenhaus oder Frankensteins Labor? Einiges. Buh! Beides. Keine Reaktion. Da komme ich nicht ran. Chemie egal. Fand ich sowieso immer blöd. What? Mit Ausnahme der Explosion. Danke, ich wollte schon sagen, hier, ey. Da komme ich nicht ran. Chemie fand mit. Guck mal, Harvey, ein Chemiebaukasten. Yippie! Lass uns Gold in Blei verwandeln. Okay. Über chemische Kriegsführung denke ich später nach. Wenn sich mein Arsenal für die psychologische Kriegsführung erschöpft hat.
Ne. Ich markiere die Flaschen mit ungiftig. Ich dachte, du kommst da nicht ran. Wutsch. Chemie. Die. Lehre der Elemente. In diesem Bild tritt Captain Unbrauchbar auf Nützlich Boys Chemiebaukasten. Okay. Mal gucken, ob es eine Reaktion gibt. Enttäuschend. Totenkopf ist enttäuschend, natürlich. Ich habe hier noch einen Lichtschalter, ne? Stimmt. Kann ich erstmal ansehen, Lichtschalter. Wofür dieser Schalter wohl gut ist? Für Licht? Licht. Licht! Wird's bald. Na bitte, geht doch. Seit wann ist es so hell hier? Gute Idee. Dann kann ich überall Licht machen. Ist auf einmal so hell, ey, ohne Witz. Nein, er ist fest. So eine Pleite. Also so ein kompletter Unterschied. Irgendwie fühle ich mich halb geblendet. Nein, mach wieder an. Okay, habe ich jetzt hier irgendwas Neues? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Okay. Schau mal, Harvey, ein Lichtschalter. Vorsicht, es könnte eine Falle sein. Stimmt, möglicherweise. Jetzt weiß jeder, dass hier Licht drin ist. Scheiße, die werden uns finden, weil hier Licht dran ist. Nein! Ruhig bleiben, Edna. Der Schalter lässt sich ganz einfach per Hand bedienen. Nein, das ist physikalisch gar nicht möglich. Wozu schreiben, wenn man auch Leuchtbotschaften morsen kann? Es lebe der Fortschritt. Lichtschalter, der. Handbetriebenes Leuchtquellenbedienelement. Eigentlich müsste ich ja nochmal zurück in die Zelle, ne? Wegen dem Buch und so und Captain Unbrauchbar. In diesem Bild schaltet das E-Werk den Tiefparterre-Cave vom Netz. Nützlich Boy wird wohl wieder einmal das Geld für die Stromrechnung vorstrecken müssen. Nein! Oh mein Gott! Was? Ruhig bleiben, Edna. Der Schal. Okay. Dann jetzt erstmal Alf. Eine hässliche Kartoffel, dieser Alf. Nett. Du bist zum Kotzen, Alf. Null Problemo. Haha, ich lach mich tot. Vielleicht habe ich mein Gedächtnis verloren. Aber daran, wie wenig ich Alf mochte, kann ich mich noch genau erinnern. Okay. Vielleicht habe ich... Aber ja, okay. Harvey! Was hältst du davon, Harvey? Igitt, ein Frosch. Das ist doch kein Frosch, Harvey. Das ist Alf. Ach nee, erst Gedächtnis verloren und jetzt plötzlich Zoologie-Professor, oder was? Ja, was dagegen? Oh, bitte, lass mich ihn zu Klump klopfen. Na sowas, das wollte ich auch gerade vorschlagen. Aber noch nicht. Ich will, dass er sich noch etwas in seiner Angst windet. Okay. Mist, er ist zu haarig, um ihn zu bekritzeln. Nicht einmal die Freude lässt er uns. Echt so, ey. Voll die gemeine, blöde Kuh. Alf. Die Seite fehlt. Das Lexikon hat auch seinen Stolz. In diesem Bild verliert Captain Unbrauchbar den Kontakt zu einer außerirdischen Lebensform. Oh mein Gott, nein! Erstmal 9 holen und jetzt Hirn. Hey! Du bist auch nicht gerade Miss Multiversum. Hey. Hallo? Hallo Edna. Was führt dich zu mir? Wer oder was bist du? Ich bin ein Gehirn in einem Glas. Aber du kannst mich ruhig Bobo nennen. Wie Bobo Bär? Nein. Bobo wie Bobo bombastischer Schmerz. Wenn ich dich zu Bobo Boden ramme. Okay. Du kannst sprechen? Aber nicht doch, Dummchen. Siehst du etwa einen Mund? Ich kommuniziere telepathisch. War ja klar. Ist doch cool. Kennst du einen Weg hier raus? Warum denken die Leute immer, dass Hirne in einem Glas zu allem eine Antwort parat haben? Nein, ich kenne keinen Weg hier raus. Ich komme nicht weit rum. Verstehst du? Warum ist eigentlich... ein Hirn? In dieser Abstellkammer. Weißt du etwas über diesen Dr. Marcel? Nimm dich vor dem Doktor in Acht. Er ist böse. Böse. Ah, ich hasse es selbst, wenn ich so pathetisch werde. Irgendwie klingt er so unmotiviert. Ciao, Bobo.
Pfoten weg. Huch. Pfoten weg. Benutze Hirn. Ich sehe, du versuchst wieder fremde Gehirne zu benutzen, Edna. Du solltest mehr Vitamine zu dir nehmen. Dann bist du in absehbarer Zeit vielleicht in der Lage, dein eigenes zu benutzen. Nein. Was hältst du davon, Harvey? Es ist ein Hirn in einem Glas. Wahrscheinlich gehört es Hulgor. Aua, Alter. Der war gemein. Wag das ja nicht. Huch. Huch. Hey, Pfoten weg. Huch. Huch. Gehirn, das grau bezählter IQ-Container. Ein menschliches Organ, das den Besitzer befähigt, Talkshows wegzuschalten. Nur dafür ist es gut, ja. Süß. Oh. Okay. Nein, danke. What? Ich kenne es auswendig. Es war das Einzige, was es hier drin zu lesen gab. Wie hast du denn die Seiten eigentlich Ich frag nicht. Ja, der Charakter Stiese ist tatsächlich einer meiner Lieblingsfiguren in Edna bricht aus. Der möchte gern Profi-Minigolfer, dem es nicht vergönnt ist, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, der nämlich richtiger Profi-Minigolfer war und diesen Komplex mit sich rumträgt, während er sich Edna gegenüber wie der große Mac aufführt, ist eine der komplexesten Randfiguren. Also unnötig komplexesten Randfiguren der Computerspielgeschichte, wie ich hoffe. Unnötig komplex. Ich glaube, ich schreibe mir diese zwei Worte mal irgendwo auf und hänge sie mir übers Bett und meditiere darüber. Alles klar. Träum von ihm, Bogi. Hey! Oh oh, ich verdufte lieber. Warte gefälligst! Nö. Was ist jetzt, wenn ich... Warum lädt das denn immer so lange? Ist er jetzt? Was soll das? Wie kommst du nur dazu, hier frei herumzulaufen? Und wie bist du da rausgekommen? Marsch, zurück in die Zelle! Willst du meine Antwort hören? Läppisch. Da musst du schon früher aufstehen. Yep. Du bist ganz schön klein irgendwie. Okay, Houdini. Ich weiß zwar nicht, wie du entkommen konntest. Das ist auch nicht offensichtlich. Aber eins ist sicher. Nochmal wird das nicht vorkommen. Denn jetzt? Jungchen, hast du überhaupt Augen im Kopf? Alles klar? Dummer Tisch. Dummer Tisch? Erstmal alles benutzen. Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Sehr gut, Edna. Ich glaube nicht, dass die Tür etwas lesen will. Was? Tisch, der Tisches, bei Tisch, beim Essen sein, am Tisch sitzen, zu Tisch gehen, Gespräche am runden Tisch. Okay, interessant. So siehst du aus. Ich schleiche mich unter Einsatz meines Lebens aus der Zelle, krieche durch enge Schächte, kämpfe gegen Muskelberge, nur um mir einen Comic zu holen? Ja. Und dann setze ich mich in meine Zelle und lese? Prima Plan. Ja, finde ich auch. Man schneidet sich die Fußnägel aber nicht am Tisch. Sie macht es natürlich trotzdem. Möchtest du was lesen, Tür? Ja, bitte, Edna. Ich hätte da dieses unterhaltsame Comic-Heft. Oh, bitte, gib es her.
Ich bin so schrecklich allein in dieser einsamen Zelle. Aber sicher doch. Mit Freunden teile ich gerne. Das heißt... Oh, warst du nicht diese Tür, die mir immer den Weg versperrt hat? Dann vergiss es. Oh, die arme Tür. Ich glaube nicht, dass die Tür etwas lesen will. Doch, wollte sie doch. Diese Tür hat keine offenliegenden Schrauben und muss auch sonst nicht gefußnagelt werden. Warum denn nicht? Stuhl. Der Stuhl hat genug. Noch lange nicht. Edna was here. Oh yeah. Stuhl, der. Stuhles, Stühle, auch kurz für Stuhlgang. Elektrischer Stuhl, der heilige Stuhl, der päpstliche Stuhl. Vergleiche R157. Okay. Das wäre ein klägliches Trostpflaster für das, was ich ihm angetan habe. Ja, da hast schon recht. Es gibt einige wenige Gegenstände, wo ein... Nein. Ha! Nimm dies, du angepasstes Konformistenpolster! Kann ich mit dem Stift eigentlich? Geil! Erstmal überall hinschreiben. Es hat übrigens kein Achievement gegeben, dass ich alles kaputt gemacht habe, ne? Und es ist eigentlich ein Achievement, entkomme aus der Zelle. Ohne Witz. Aber irgendwie habe ich das nicht bekommen. Obwohl ich ja entkommen bin, oder ist es erst entkommen, wenn ich wirklich von dieser Ebene, sag ich mal, weg bin? Obwohl, ja, ich bin ja jetzt wieder drin. Ja gut, okay. Bin bald fertig, Leute. Bin bald fertig mit dem Bekritzeln. Bald. Bald. Bald ist es soweit. Nur noch 6 Polster. Da muss ich zwar noch mit dem Polster verschiedene Dinge benutzen, aber dann sind wir jedenfalls schon mal fertig mit dem Gekritzel. 3, 2, 1 und keins mehr. War leider kein Achievement. Polster, das. Textiler Möbelspannbezug mit Füllung zur Sitzkomfortmaximierung. Okay. In diesem Bild kämpft Captain Unbrauchbar gegen Milben. Ja, lecker. Gute Idee. Die Ritzen zwischen den Polstern sind der perfekte Aufbewahrungsort dafür. Ich brauche... Oh Mann. Wieder hoch, raus. Dahin. Hier weg. Darunter. Jetzt dauert es wieder erstmal eine Ewigkeit. Ah, okay, doch nicht, okay. Ich kann auch so viel... Das alles habe ich mit jedem schon benutzt, ne? Dann kann ich erstmal Schublade. In diesem Bild holt Captain Unbrauchbar sein Erspartes aus der Sockenschublade. Oh mein Gott, und was macht er damit? In diesem Bild holt Captain Unbrauchbar sein Abitur in der Abendschule nach. Vorbildlicher Boy. In diesem Bild macht Captain Unbrauchbar den 3. Platz im Pfahlsitzen. Nur den 3? Oh, Captain Unbrauchbar. In diesem Bild beschwert sich Captain Unbrauchbar beim Möbelspediteur. Oh mein Gott. In diesem Bild wischt ein Obdachloser die Scheibe vom Honkmobil. Vorsicht, Captain Unbrauchbar! Pass Wer auf! Den Smiley malt, bevor er grün ist, musst du ihm Kleingeld geben. Das kann er nicht. In diesem Bild rettet Captain Unbrauchbar den Piloten vor seinem Schleudersitz. Oh, Captain Unbrauchbar rettet die Welt. Oh yeah. In diesem Bild wickelt Captain Unbrauchbar einen Hering im Daily Planet ein. Auf diesem Bild macht Nützlich Boy Fotos von der Unfallstelle. Vergiss nicht den Lackschaden an der Stoßstange, Nützlich Boy. Du hast kein Detail auslassen. Niemals. Das ist die Erstausgabe. Okay. In diesem Bild rettet Captain Unbrauchbar die Welt vom Schreibtisch aus. Oh, das ist Respekt. Dass er das kann, ist schon mal eine nice Sache, ne? So, kann ich jetzt nicht irgendwie... So, weg. Und jetzt?
Muss ich doch irgendwas machen können, oder nicht? Gut, Leute, das war's vorerst mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.